Komm, komm doch. Ja. Dankeschön. Danke, danke, danke. Buggy 11. What a mess. Looks as though Akinash won't last much longer. Querberus's system. It must be in Barriman's bedroom. Jo Leute, ganz kurz muss ich den Timer stellen. So. Herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. In einer der letzten Folgen, schätze ich mal. Denn wir kommen dem Ende immer näher. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Wir sind den Aufzugsschacht hochgeklettert und sind vor den Elfen geflohen, die richtig nervige Gegner sind. Und da unten sind jetzt gleich mehr von den Dingern. Und jetzt ist halt die Frage, wie komme ich zum, wie heißt das, zum Herz? Also halt, wie komme ich zuerst mal in das Büro vom Barryman wieder zurück? Barryman oder Barryman, ich weiß nicht, wie man das... Wie der Titel heißt oder der Name. Wenn es richtig ausspricht. Was nervig an den Elfen ist, die spüren einen halt, ne? Also bringt schleichen, bringt eigentlich fast gar nichts. Am besten immer aussperren. Oder irgendwas Schweres draufschmeißen. Dann ist man nie gut los. Das können wir hier machen. Zum Beispiel können wir hier den Kronleuchter nochmal runterfallen lassen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Wird sich anbieten. Hier ist der Kronleuchter, ja. Da ist auch noch ein Messer. Das passt gut in unsere Sammlung. Dann haben wir wieder drei. So, nämlich... hier. Hier rauf. Dann kann man hier das... ausklinken. Wieso ist hier so ein Kran? Kann man hier das ausklinken und dann ist der eine schon mal erledigt. Und dann, wenn der nachgucken geht, kann man eigentlich den komplett umgehen. Komm runter. Er sperrt mich schon, er sperrt mich schon. Er riecht mich, er riecht mich. Oh mein Gott. Ja, hier wäre noch ein Messer, wenn wir mal eins brauchen. Ich würde sagen, speichern. Ah, oh, jetzt geht doch gerade nicht. Wir. Nein, nicht neu starten. Wir speichern jetzt gleich. Weil das so reibungslos ging bis hier. Und ich habe gar nicht geguckt, wo wir hin müssen. Wir müssen eigentlich gar nicht. Wir müssen woanders hin. Warte. Wo müssen wir hin? Nach oben oder was? Wo müssen wir hin? Aha. Aha, aha. What's that stink? Hab ich doch gesehen. Komm. Braucht mich nicht zu riechen, der hat mich gesehen. So, ich kann mich nicht anschleichen an die Dinger, ne? Das ist einfach nicht möglich. Ich muss da hoch. Hilfe, ich mag die nicht. Er riecht mich. Er spürt mich. Hat er mich gleich. Hier bin ich, glaube ich, reingekommen, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da hoch sieht gut aus. Alter. Ah.
Alter, nein, nein, nein. Nix Tree of Life, gar nichts. Ich bin gar nicht da. Ja, er spürt mich halt durch die Wand, ne? Impossible to find. Komm, beruhig dich wieder. Ach, das dauert jetzt wieder, bis sich der beruhigt hat, ne? Ja. Bla, bla, bla. Wir müssten dann darauf. Das heißt, wir waren da schon richtig. In dem Bettenlager. Wir hätten darauf gekonnt und hätten den abknallen können. Komm, den machen wir mit dem Messer jetzt gleich. Ach nee. Ach nee. Ja, Leute, ich lade nochmal, ne? So. Jo, oh Gott. Weg von dem. Eigentlich müssen wir ja da hoch, ne? Das heißt, kann ich so weit drauf springen? Nee. Das heißt, ich muss da hinten über den Kasten hoch. Dann einen der Elfen ausschalten, irgendwie mit dem Messer, denn ich habe ja hier ein Wurfmesser zur Verfügung. Oder da hinten. Da hinten wird wahrscheinlich auch gehen. Da sind ja zwei Wachelfen. Oh Gott. Geh du auch weg, komm. Schnell vorbei huschen. Huscheln. Also nicht kuscheln, sondern huscheln. Jo. Jo, wenn das geht. Das wäre so genial einfach. Treffen Sie sich beide in der Mitte. Das wäre... Speichern. So ein bisschen Rache an den Elfen, denn ich mag die eigentlich gar nicht so. Dunkle Elfen, die hässlichen. So, nee, die treffen sich nicht in der Mitte, ne? Aber egal, ich habe hier ein Messer zur Verfügung. Ist kein Problem. Verdammt. Gut, das lade ich jetzt nochmal. Jetzt, komm. So, da sind die zwei ausgeschaltet. Dann hole ich mir gleich mein Messer zurück. Dann haben wir jetzt auch wieder alle unsere Messer. Und können da irgendwie rauf, oder? Irgendwie nicht. Irgendwie, irgendwo. Hat mir gar nichts gebracht, oder? Ah, doch. Verdammt, wie war das? Ich weiß halt nicht, ob ich da ein Attentat machen kann bei denen, ne? Stich hat der da unten in die Leiche rein. Das probieren wir jetzt gleich. Ein Luftattentat. Ich glaube, es geht aber gar nicht. Komm, es geht. Nice. Richtig nice. Das heißt, ich habe jetzt ein Messer mehr, denn hier steckt irgendwo eins. Irgendwo? Nicht? Vergesst, was ich gesagt habe. Hier ist kein Messer. Wir müssen dennoch da rein. Oder? Mann, ich bin total verwirrt gerade.
Geh weg. Geh weg. Ich hasse dich, ich hasse dich. Da oben wäre die Tür, die da rausführt. Wir müssen wahrscheinlich da oben lang. Oder hier unten durch. Da waren wir aber, glaube ich, schon mal. Ja, komm mal hier raus. Ja. Bringt uns nichts soweit. Bis auf, dass wir hier wieder rein können. Wir sind Gott sei Dank alle tot. Ja, ich muss jetzt ein bisschen testen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich hier die drei von den Dingern aufschalten soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der richtige Weg ist. Und auf der anderen Seite ist auch einer. Und da weiß ich halt nicht, ob ich mich so schnell nähern kann, dass ich den abmurksen kann. Ne? Das ist halt die... Komm. Nein, geht nicht. Er ist einfach immer schneller als ich. Das heißt, entweder von oben. Das wissen wir ja, dass das geht jetzt. Von oben wird es sogar gehen. Wenn ich wieder irgendwie raufkomme. Wie komme ich denn da rauf? Bin ich denn letztes Mal darauf gekommen? Hier, ne? Hier. So. Nein! Nein! Stixi! Oh, komm. Hat mir das Leben abgezogen? Hier ist halt die Frage, ob man so weit springen kann. Aber wir testen das natürlich, ist doch klar. Ah, komm doch! Ja. Dankeschön. Danke. Buggy 11. Buggy der Elf. Vielleicht können wir hier auf die Tür. Ja. Und von hier aus müsste es gehen jetzt. Ach, komm doch. Echt jetzt. Musste das sein. Dass man hier auch noch Wurfmesser investieren muss. Aber nützt halt nichts. Vielleicht hat einer von denen ein Messer mit. Keiner. Echt nicht. Du auch nicht. Nein. Gehen alle ohne Messer aus dem Haus. Eieieiei, wo sind die noch groß geworden? Jedenfalls. Oh, da ist ein Elf. Ich beweg mich im Kreis, denke ich. Daher gehen wir da mal rauf. Und oben lang. Denn wir waren hier schon. Genau, wir waren hier schon. Oh, nice. Der war schön. Ein Genuss. Leute, jetzt haben wir da fast alle hier Elfen ausgemerzt und wir müssen eigentlich da hoch. Keine Ahnung wie. Aber das kriegen wir schon hin, oder? Irgendwie geht das schon. Ja, man muss halt wirklich den Gang lang.
muss halt wirklich den blöden Gang lang. Junge, Junge, Junge. Dafür habe ich jetzt ein Wurfmesser verbraten. Aber egal, das ist was wert. Was gibt's hier toll? Oh, Cutscene. Gerade heil gesagt? Ja, auf jeden Fall. Speichern nach der Cutscene kommen. Jetzt, wie war das hier? Hier muss man irgendwie dann. Oh Gott. Da ist einer, da ist einer. Wir müssen da hinten hoch. Dann müssen wir hier gleich sofort da hoch. Genau. Dann ist da ein Elf. Da müssen wir warten, bis sich der bewegt. Oder auch nicht bewegt. Beweg dich, Elf. Geh weg. Geh weg, Elf. Der bleibt da stehen. Mann. Ja, Leute, es nützt nichts. Wieder Messer weniger. Jetzt weiß ich wieder, warum ich keine Wurfmesser mehr hatte beim Endgegner. Denn hier werden dir dauernd die Messer gestohlen. Da ist die Krypta der Königin. Gibt es da irgendwas Besonderes? Oh. Könnte man da irgendwas nehmen? Ist das sowas wie ein. Wie nennt man das? Sowas wie ein Tresor oder so? Da hinten an der Wand? Das wäre jetzt interessant, ne? Nur gerade für die Wissenschaft. Ich speichere hier mal. Denn ich werde wahrscheinlich ein Wurfmesser brauchen. Denn die stehen nicht so toll. Steht nämlich ein bisschen blöd, sodass man nur einen erwischt. Testen wir jetzt. So. Nichts. Dachte ich mir. Ah, doch, Goldharztrank. Boah, gut, hat sich ausgezahlt. Es war ein Wurfmesser jetzt weg, aber. Dafür haben wir einen Goldharztrank. Der ist fast mehr wert. Denn mit diesem kann ich den Endboss besiegen. Ihr werdet es dann sehen. Irgendwann, sobald ich beim Endboss bin. Apropos Goldharz. Das könnte ich gleich konsumieren. So. Du hast nichts gesehen. Jetzt müssen wir in das Büro von ihm. Und das befindet sich wo? Also die zwei, die bewegen sich mal nicht weg da unten. Vielleicht kommen wir hier so rüber. Die Vogelkäfige. Ich dachte immer, das sind Alarmanlagen oder so, aber die machen nicht mal Lärm oder so. Die merken das gar nicht, dass ich da bin. Ich müsste doch eigentlich ein Fremdkörper sein für die Vögel. Mein grün und hässlich, so ein Eierdieb. Aber anscheinend nicht. So. Es wäre noch toll, ein Messer zu finden. Boah. Speichern. Nein, 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 nein. So. Ach, der hat einen Trank mit. Das ist ein Lebenstrank. Den könnte ich mir gönnen, ne? Bis ich gespeichert habe. Ja.
Gut, dass ich gespeichert habe. Mann, Mann, Mann. Einer dieser Tode, ne? So, ja, kratze ich mal am Hintern, ne? Da, wie hüpfe ich da runter, ohne Lärm zu machen? Am besten auf den Kasten muss ich, ne? Ja. So, darüber jetzt, ohne Lärm zu machen. Dann knöpfe ich dem da unten den Trank ab. Oh, da hast du nichts gesehen, Leute, Leute. Da gab's nichts zu sehen. Niemand. So. Ja, schade um den Trank. Ich könnte versuchen, jetzt nochmal zurückzugehen. Denn die sind ja noch nicht misstrauisch. Ja, es geht. Schnell weg. So. Haha, kommt da nicht rein, wisst ihr nicht, wie es geht. Angriff der Killerschädel. Greif doch an. Ja, komm, jetzt versuchen wir jetzt schnell. Das Blöde sind die dummen Deko-Dinger da am Boden. Alter, viel zu laut. Ah! Ja, toll. Na gut, ich würde sagen... Da trinke ich erstmal einen drauf. Dann sind hier so Schwebeschädeldinger, so halb unsichtbar. Den ersten haben wir schon mal gedodged, darauf speichern wir. Und der zweite wird jetzt fies. Ich muss nämlich gleichzeitig drauf gucken, wo ich hinlaufe. Also hier auf den Turm kann ich. Das C kann ich, auf das Runde kann ich. Auf den Turm kann ich. Auf den Turm kann ich auch. Komm her. Ja. So, jetzt kann ich mich konzentrieren auf das hier. Denn wer es aus früheren Folgen kennt, weiß, was passiert, wenn ich auf den falschen Knopf trete. Hier auf das hier. Dann auf das Runde. Auf das C. Hier, hier, hier. Da sieht man es nicht. Und da kann ich drüber springen. Soweit. Fast aufs Falsche. Perfekt. Gleich deaktivieren die Falle. Den Trank nehmen wir mit. Jo, Leute. So weit wollte ich noch gar nicht gehen. Spy system installed by Querberos for Barriman. Looks just like the dick who invented it. Let's see. The main duct. The one which listens to the tree. Kann ich irgendwie Pause machen? Ne? Nicht? The world tree. Finally. Quick. Find the heart. Find Styx.
Two left. And the heart of the tree will be mine. What? How did you do that? You no longer carry my mark. I can no longer hear you. Ah, yeah. I found that tattoo a little too showy. Not my style. And surprisingly, my headaches have been much better since I got reborn. You should try it. Real rush. So go and live your life somewhere else, and leave the heart to me. My life starts now. For the first time, I'm certain of what I want. No elf or Rakash like you is gonna tell me what to do. Akanash, the heart, I don't give a shit about any of it. I just want to make you suffer as much as you made me suffer. Yeah. I know what might really piss you off. What if I destroyed this heart that you want so much? Would you and all the other mind fucking dickheads like that? Huh? Would you? No! Don't do that! I forbid you! You too are a creature of the Amber. You will lose all your memories! But Styx, I ain't got no memories, remember? A flawed creature like you can never defeat me. Even if you no longer carry my mark, I have other ways to find you. Go say hello to your brother, Vermin. Ja, Leute, jetzt ist es soweit. Das ist der Bosskampf. Also ich muss sagen, er hat mir nicht so zugesagt. Denn er ist meiner Meinung nach viel zu einfach. Man muss einfach nur diese Klone von sich hier ausschalten. Die dich zwar one-shotten, aber solange du unsichtbar bist, ist das nicht so das große Problem. Hole ich mir einfach das Messer hier. Das war die erste Welle. Rakash, don't you want to die? Stop fooling around. Say hello to your brother, Vermin. Jo, diesmal sind sie unsichtbar. Den Sticks kann ich leider nicht mehr im Messer abwerfen, wie es aussieht. Aber ich kann das Messer ja für einen von denen verwenden. Denn mit dem Messer hat man auch noch schön die Möglichkeit, die Unsichtbaren leichter zu erkennen. Jetzt müsste ich da halt noch einen erwischen von denen. Oh Gott, was war jetzt? Komm, ich gönne mir erstmal einen Goldharztrank. Ja, das war ein Fehler. Man sieht ja, One-Shot. One shot, one opportunity. Das ist das Einzige, das nervt an dem Ganzen. Aber solange man unsichtbar ist, wie gesagt, ist eigentlich relativ easy. Ah, und da kommt die Wut in mir hoch. Leute, ich rede doch davon, dass es einfach ist und dann sterbe ich dauernd. Was soll das? So. Werden wir nochmal unsichtbar. Dann gönne ich mir nochmal einen Trank. Dann werde ich nochmal unsichtbar. So, den letzten machen wir besser.
Und jetzt genießen wir die letzte Cutscene. This shit has destroyed my life. I was a proud and free orc, and this is what Amber has made of me. A puny runt with a burnt-out brain, sentenced to vomit his despicable reflection again and again, to be sure he never forgets his curse. But if I had the heart, I could study it. Find a way to become as I was before. What are you talking about? Our buddy is perfect for surviving in this shithole. Small, sure, but quick and mean. I was only born yesterday, and I can already see how the beings are rotten here. Yeah, in fact, I like being me. Enough raving. You may have the heart, but you can't beat me. So just give me the heart if you want me to spare you. You don't get it, do you? Live or die, it doesn't matter as long as it's not an order given to me. Watch me, Styx. Look at me while I choose my destiny. No! Stop! If you break the heart, everything will collapse! The heart! I almost had it! I could have become an orc once more! What have you done, you fool? We'll become empty shells. I'm gonna bleed you if it's the last thing I do. Oh no, Styx. I'm the one who will choose my own death. Born in a dried up lake bed. It was a big dead tree. Dozens of my kind crawling around like rats. But I wasn't like them. I was a rat of another kind. My head was empty. My vision blurred. I don't know what happened before that. I could remember only one thing. A name. Styx. Was the only thing I could think of. I guessed it was my name. I often dream of this place at night. Well, it's more like a nightmare. I see myself, and I am everywhere. There are a whole lot of me's, but they're not me. And all these me's are calling to each other. Styx! Styx! And at the same time, it's as if none of them hears the others. Then I have this feeling like I'm falling. But I'm falling upwards. Yeah, it's weird, man. And then I wake up.
And for a few moments, I seemed to hear hundreds of me calling to me. And then I finally remember that there aren't any like me in the world, that I am the one and only Styx. And I don't know if it makes me proud or sick to my stomach. Jo Leute, das war's von Styx. Jetzt gibt's noch kurz die, wie heißen die, Credits? Irgendwo muss ich doch auch die Credits irgendwo. Credits. Warte im Hauptmenü. Denn die werden ja jetzt noch hinten rangehängt. Eigentlich. Nur weil ich das halt jetzt schon mal durchgespielt habe. Option. Mitwirkende da. Mitwirkende. Ja. Gibt's nochmal schön die Credits. Damit das auch alles verbucht ist. Ja, wie hat euch das Spiel gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Die Story war schön durchdacht. Hatte auch einen schönen Twist drin, wo man halt zuerst dachte, man ist Styx, dann wusste man, man ist nicht Styx und zum Schluss weiß man wieder nicht, dass man nicht Styx ist, aber jetzt ist man Styx, denn Styx ist ja anscheinend von den anderen gefressen worden oder von einem selbst. Und man hat jetzt auch gesehen, dass eine richtige Rasse entstanden ist dadurch. Also zuerst gab es ja nur einen Styx, der hat sich dann dupliziert und halt immer wieder so halbwegs Klone erschaffen. Und jetzt durch die Harz-Explosion, nenne ich das mal, durch das, dass Styx in den Teich mit dem Harz gefallen ist, ist ja ein regelrechter Multiplikator entstanden. Also man hat gesehen, es sind ganz viele Styxe erschaffen worden und damit wahrscheinlich auch die Rasse der Goblins entstanden. Die es davor wahrscheinlich auch gar nicht gab, nur halt in den Erzählungen der Menschen, wo es halt geheißen hat, ein Goblin ist immer da, wo... Wie hat der Wachmann gesagt, die zwei Wachen haben das erläutert untereinander, irgendwie in den Ecken, wo kein Licht ist, da lauern die Goblins oder so, ne? Also, jetzt wissen wir auch, wie die entstanden sind in dem Universum. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Universum das spielt. Ich glaube, es ist Orcs and Man oder so. Aber ich weiß nicht, wie das genau dann läuft. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Hat mir gefallen. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr so brav dabei wart und auch ab und zu Kommentar geschrieben habt. Hat mir sehr gefallen, dass so viel kam von euch. Und wenn ihr sowas wieder haben wollt, so ein Story-Let's Play, vor so ein etwas älteres, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Hier auch auf eure Dings, Wünsche ein bisschen ein, falls ich das im Repertoire habe. Ansonsten werde ich einfach das nächstbeste Spiel aus meiner Steam-Bibliothek ausgraben und das ein bisschen anzocken. Und mal gucken, wie es euch gefällt. Wenn es guten Anklang findet, dann spiele ich es weiter. Ansonsten spiele ich es für mich privat weiter. Ja. Denn diese Spiele müssen auch mal gespielt werden. Die liegen einfach nur rum. Und ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich jetzt noch sagen kann. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen von dem Corona-Mist. Und ja. Tschüss. Ich muss mal sehen.